Oho, da sind wir wieder. Ich muss sagen, jetzt wo ich Anstoß wieder angefangen habe, nach ein paar Tagen Pause bin ich wieder total angefixt und spiele es wieder etliche Stunden am Stück. Oder mehr oder weniger am Stück, oder am Tag. Wir spielen jetzt gegen den VfB Stuttgart und wie ich sehe, sind wir da doch im Hinspiel total abgesoffen, haben 5-0 auf den Sack bekommen. Da wollen wir uns jetzt natürlich, das wollen wir uns natürlich nicht noch einmal antun, das wollen wir nicht noch einmal über uns ergehen lassen. Wir brauchen 3 Punkte im Kampf um die Euroleague oder gar Champions League Plätze und die wollen wir uns jetzt vor knapp 35.000 Zuschauern im Weserstadion holen. Slatko Junusovic springt ein für den gelb gesperrten Philipp Bargfrede. Clemens Fritz geht dafür auf die Ersatzbank. Wir sind ungefähr gleich stark mit Stuttgart, also die sind gleichwertig. Das gebe ich der Mannschaft jetzt auch mit auf den Weg. Minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach. Die Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Stuttgart auf Platz 3. Die sind dabei, Meisterschaftsrennen, ja, weiß nicht, okay, es ist gerade mal die Rückrunde, hat gerade begonnen, aber Schalke, die Maschine dermaßen davon. Aber ja, wenn man von Meisterschaftskandidaten reden will, da kommt man nicht drum rum, den VfB Stuttgart zu nennen. Gerhard Schröder tippt auf 4-2 für Stuttgart. Aber sie haben auch nur 6 Punkte mehr als wir, ne, 5. Und da macht Akpala direkt das 1-0 nach Vorarbeit von Ekici. Und jetzt virtuell haben wir 2 Punkte weniger nur. Hochland semmelt den Ball ins Aus. Akpala schon mit dem 9. Treffer, das ist so eine starke Trefferquote, die er bisher an den Tag legt. Slatko Junusovic spielt nach links außen, der Ball landet im Aus. Fehlende Präzision hier. Spannend, was Werder jetzt hier für einen Run in der Rückrunde abliefern kann, nachdem sie doch so viele Aufwertungen bekommen haben. Also alles unter Euroleague würde mich jetzt persönlich enttäuschen. Ibisevic und Militz lenkt den Ball über das Gehäuse. Stuttgart jetzt von der rechten Seite mit der nächsten Ecke. Ibisevic zieht den Ball hart an den Fünfer. Djuf kommt mit dem Kopf an den Ball, lenkt ihn Richtung Tor. Militz hat ihn aber sicher. Halbe Stunde gespielt und da macht Kakao das 1-1 mit seinem allerersten Saisontreffer nach Vorarbeit von Ibisevic. Stuttgarter haben auf den Ausgleich gedrängt. Werder hat außer dem Tor eigentlich fast nichts gemacht. Von daher verdient es unentschieden zur Pause und ich treibe die Spieler mal an. Ihr müsst einfach noch mehr rennen. Noch mehr. Es wird gerade wieder herzlich wenig Gelb für Rani Khedira. Da frage ich mich doch, ob das der Bruder von Sami Khedira ist. Da Sami Khedira eine Stuttgarter Vergangenheit hat, gehe ich doch mal davon aus. Slatko Junusovic verliert hier den Zweikampf gegen Christian Gentner. Stunde rum. Torchancen bei Werder. Mangelware will ich gerade sagen, aber da ist jetzt De Bruyne am Ball. Dreht sich, aber rutscht weg und landet im Matsch. Ja, da beschwert er sich wahrscheinlich über den schlechten Zustand des Platzes, wo ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ich will den mal pflegen, aber ich vergesse es immer wieder. Kubilanski. Die Stürmer spielen eigentlich gut. Scheiße. Warum spielt denn Aaron Hunt? Ich habe irgendwie vergessen, Elia wieder aufs Feld zu schicken in irgendeinem der letzten Spiele oder so. Auf jeden Fall ist Elia ja eigentlich Stammkraft, obwohl Aaron Hunt fast genauso stark ist und sich ja auch mal wieder Einsätze verdient hat. Er hat sich ja motivationstechnisch nicht so hängen lassen wie Arnautovic. Elia kommt jetzt für Aaron Hunt rein. Ekici legt den Ball nach rechts zurück, sprintet Richtung Eckfahne. Ignjovski läuft bedrängt von Ibisevic recht Richtung rechte Eckfahne, geht auf Ibisevic zu, aber der stoppt ihn mit einem klaren Foul, haut den Ball in die Spitze. Warum pfeift das denn hier keiner? Oder wird das gepfiffen? Ich weiß nicht. Hochland, Flanke, Ibisevic. Und der Ball wird zur Ecke gefaustet von Sebastian Militz. Stuttgart mit der Ecke, Ibisevic. Sokratis versucht zu klären und köpft den Ball zur erneuten Ecke. Also sehr, sehr viele Ecken hier für Stuttgart. Ibisevic wieder mal mit einer Flanke. Kakao gegen Sokratis setzt sich durch, kommt zum Kopfball. Militz fährt den Ball in die Mitte ab. Aber da hat er den Ball doch. Dachte, der Kakao macht hier den Doppelpack. Kobylanski kommt für Pizarro rein. Schlussphase läuft. Wechseln wir nochmal. Füllkrug kommt für Akpala. Einwurf durch Junusovic. Wir wollen nicht schon wieder ein Unentschieden, wobei das jetzt auch kein fürchterliches Ergebnis wäre. Kobylanski dreht sich, haut den Ball aufs kurze Eck.
Ulreich Start hinterher. Ist der Ball drin? Ist der Ball drin? Ja, war! Kubilanski, der Joker, sticht. Jonosovic mit dem Assist. Boah, zu früh gefreut. Ibisevic macht noch den Ausgleich. Boah. Das war eine turbulente Schlussphase. Da habe ich die drei Punkte schon gerochen und dann schnappt der Vedat Ibisevic sie uns doch weg. Aber das ist fast schon trotzdem ein schmeichelhaftes Ergebnis, wenn man das ganze Spiel betrachtet, weil Chancenverhältnis 2:7. Tja, der Ulreich hatte nichts zu halten. Ibisevic, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 3. Und mal einen Blick auf die anderen Ergebnisse werfen. Freiburg-Schalke 1:1, Augsburg-Leverkusen 1:2, Nürnberg-Hamburg 1:1, Lautern-Hoffenheim 2:2, viele Unentschieden an diesem Spieltag. Dortmund schlägt Hertha mit 2:1, Düsseldorf schlägt Wolfsburg mit 1:0, Bremen-Stuttgart wie gesehen 2:2, Bayern verliert zu Hause gegen Greuther Fürth mit 1:2 und Aue schlägt die Eintracht aus Frankfurt mit 2:0. Ja, Schalke immer noch mit großem Vorsprung Erster. Düsseldorf ist jetzt Dritter, Bayern springt zurück auf die Euroleague-Ränge. Werder stagniert hier gerade auf Platz 10, aber wie schon mehrfach erwähnt, ist das hier alles verdammt, verdammt eng und das bleibt auch so irgendwie. Auf den Abstiegsrängen tauschen nur Aue und Hamburg die Plätze, aber ansonsten, ja. In der 11 des Tages steht Akpala mal wieder. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen gibt es keine Probleme für den Lizenzerhalt, wen wundert's. So, Wechsel haben wir hier. Ich sehe gerade, jetzt beginnt schon die Phase, wenn Spieler in Rente gehen, dann gibt es das ja oft, dass Jugendspieler nachrücken, die dann denselben Namen tragen. Das kann natürlich bei manchen Namen auch Zufall sein, aber wenn ich hier einen 19-jährigen Michael Turk sehe, gerade so in dem Zeitraum, wo der andere wahrscheinlich gerade in Rente gegangen ist, dann ist das wohl eher nicht so der Zufall. Das hatte ich nämlich schon mal öfters erlebt, dass dann auch auf einmal 19-jährige Michael Ballacks da auftauchen. Deswegen spätestens nach 15 Saisons, wenn, sag ich mal, auch die jüngeren Spieler der Neuzeit, der aktuellen Realität jetzt dann in Rente gehen, wenn dann nur noch so Fantasiekicker unterwegs sind oder fast nur noch, dann werde ich dieses Let's Play auch beenden. Aber bis dahin ist ja auch noch eine ganze Menge Zeit. Ob ich das im Jahr 2013 überhaupt schaffe, ist die Frage. Weil das dann auch nicht bedeutet, dass ich mit Anstoß aufhöre, sondern dass ich dann vielleicht neu anfange. Vielleicht mit einem Zweitligisten. Aber das ist Zukunftsmusik, da brauchen wir uns jetzt den Kopf nicht drüber zerbrechen. Christian Schulz wechselt von Schalke nach Nürnberg. Und jemand ist doch hier an dem Clemens Schopenhauer interessiert. So, an dem UI-Pokal möchte ich natürlich gerne wieder teilnehmen. Der hat uns ja hier diese Spiele wie jetzt gegen Dinamo Zagreb erst ermöglicht. Das Spiel steht auch auf dem Programm jetzt. Jo. Da bin ich natürlich gespannt, weil die Euroleague ein wunderbarer Wettbewerb ist, wo man viel Geld verdienen kann und auch einen Titel holen kann, was in der Bundesliga ja unwahrscheinlich ist in dieser Saison. Elia rückt in die Startformation, ansonsten kriegt Kubilanski hier mal den Vorzug vor Pizarro. Busch bekommt mal die Chance. Nein, wohl Ignowski ist eine Stütze, den lasse ich lieber auf dem Feld. Ja, Spiel startig. Wir sind stärker als Zagreb, 20 Punkte circa, spielen jetzt zu Hause. Wir sind der Favorit, aber gewonnen ist das Spiel noch lange nicht. Das war ja in einer der letzten Runden schon unnötig knapp. Wir sind ganz klar hier die Favoriten, aber gewonnen ist dieses Spiel noch lange nicht. Spieler machen einen gelangweilten Eindruck, aber sie sollten sich mal an die jüngere Vergangenheit erinnern. Harald Schmidt tippt auf 0:2, ist ein Ergebnis, was in der Euroleague hier schon mal vorkam. Das Stadion ist ausverkauft, diese Euroleague-Spiele locken das Publikum doch sehr ins Weserstadion. Da Kubilanski, schon wieder erfolgreich in der Vorarbeit von Akpala mit dem 1:0 in der dritten Minute. Das läuft doch schon mal wunderbar. Perfekter Start für Werder. Zagreb auch noch nicht in der Lage auszugleichen, aber wir schreiben auch gerade mal die 20. Minute gerade. In echt ist es ja oft andersrum. Da sind ja eher die Bundesligaspiele ausverkauft und unter der Woche die Euroleague-Spiele, wenn ich mir zum Beispiel den VfB Stuttgart in dieser Saison angucke, da ist ja oft eher ein ziemlich leeres Stadion gewesen, was natürlich auch mit den Leistungen zusammenhängt. Ibanez mit dem Ausgleich. Ja, es steht 1:1, 5:2 Chancenverhältnis für Werder. Da hat Werder doch gut gespielt, viele Chancen sich erarbeitet. Das haben wir ja nicht immer so, auch wenn ich eigentlich immer offensiv spielen möchte. Aber der Spielstand ist natürlich suboptimal. Deswegen sollte da jetzt was passieren.
Stanovic legt flach an die Strafraumkante. Tomečak schaut, spielt den Ball hoch Richtung Eckfahne. Stanovic versucht, Schmitz auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an, wird überlaufen. Ist nicht hier in Rückstand geraten. Flanke in den Strafraum. Der Ball landet im Aus. Stunde gespielt, 1-1. Können wir nicht unbedingt zufrieden sein. Gelb für Schmitz. Ich wechsle jetzt. Pizarro kommt für... Obwohl, Kubilanski hat das Tor geschossen. Akpala ist in ziemlich guter Verfassung. Und Aaron Hunt für Elia mal wieder. So. Oh, Kostanovic macht das 2-1 für Zagreb. Fuck. Gelb für De Bruyne. Shit. Füllkrug kommt für Ekichi und Pizarro kommt für Akpala. Rückstand, muss ich irgendwas tun. Und wir verlieren das Spiel 2-1. Aber ich will jetzt nicht die weiße Flagge schwingen, weil wir haben das ja gesehen. Wir hatten schon mal 2-0 zu Hause verloren, haben dann auswärts, glaube ich, 5-0 gewonnen. Da waren die Stärkeverhältnisse vergleichbar. Und ich glaube, war das gegen Hajduk Split oder gegen St. Gallen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, es war gegen Split. Ich glaube schon. Mannschaft kann mit der Situation umgehen. Das Spiel hat eine Einschaltquote von 47%. Das Spiel bekommt die Note 4. Ibanez, der Spieler des Spiels. Champions League wurde auch gespielt. Bayern München schlägt Neapel mit 1-0. Sociedad schlägt Schalke mit 1-0. Und Wolfsburg gegen Zürich 0-0. Jetzt Hertha BSC möchte uns Clemens Schopenhauer abkaufen, aber das ist ein Talent, mit dem ich durchaus, wenn das Talent hier als klein angegeben wird, ein Talent, mit dem ich in die Zukunft gehen möchte, den ich gerne halten würde, der sich auch eine Gehaltserhöhung verdient hat. Hertha steigt relativ schnell aus, Schopenhauer bleibt zu neuen Konditionen beim alten Verein. Aus Grundstücksmieten erhalten sie Einnahmen in Höhe von 20.000 Mark. Schön. In der Liga hat Pizarro mal die Chance zu starten. Akpala startet mal von der Bank. Kriegt auch mal eine Pause bei der Doppelbelastung hier. Barkfrede kann wieder spielen. Geht für Junusovic auf die Bank. Junusovic geht für Gebre Selassie auf die Bank. Busch bekommt mal hier die Chance, gegen den HSV von Anfang an zu spielen. Das Hinspiel endete 0-0. Wir werden heute offensiv spielen. Auch die Verteidiger, ja, auch ihr. Ihr könnt euren Arsch ruhig nach vorne bewegen. Bei uns kassiert keiner einen Haufen Geld, nur damit er in der Abwehr rumhängt. Ihre Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt. Das Stadion ist gar nicht ausverkauft beim Nordderby, ja undenkbar. Aber Hamburg spielt eine sehr schlechte Saison. Bremen spielt auch keine tolle Saison. Der 17. gegen den 10. Jörg von Torra tippt 4-1 für Werder. Van der Vaart mit dem 1-0 in der 6. Minute. Nicht schön. Ecke für den HSV. Jansen schlägt mal stumpf vor das Tor. Sokrates wirft sich dazwischen. Klärt erneut zur Ecke. Nochmal Jansen nochmal. Mielitz kommt raus und packt sicher zu. Beister stoppt den Ball, passt auf den rechten Flügel, läuft in den Strafraum. Ramos, der Ex-Berliner, auf Rafinha spielt bei Hamburg jetzt. Rafinha wird nicht angegriffen, legt sich den Ball auf den stärkeren Fuß. Schöner Schuss, Mielitz boxt den Ball zur Ecke. Der Ball wäre aber gar nicht im Tor gelandet, sondern wäre daneben gegangen. Hamburg wieder mit einer nächsten Ecke. Naldo wirft sich dazwischen und noch eine Ecke. So bin ich mit dem 2-0 für Hamburg. Scheiße. Gelb für Mielitz nach einer Prügelei. Und ein Doppelpack von Arthur Sobich nach Vorarbeit von Rafinha. 3-0. Das schlechter kann es ja kaum laufen hier im Nordderby nach 19 Minuten. Generell in jedem Fußballspiel nach 19 Minuten 3-0 hinten liegen. Es wirkt ja so, als würde meine Mannschaft schon, ja, die weiße Fahne schwenken. Ne, ich weiß es nicht.
Das Chancenverhältnis ist eindeutig. Wir können uns hier nur... Ja, können eigentlich gar nichts gerade. Jetzt gibt es nämlich einen Elfmeter für Hamburg. Wir gehen hier völlig unter. Pfannerfahrt haut den Ball in die Mitte. Mielitz springt in die Ecke. Kann den Ball mit dem Fuß noch ablenken. Aber nicht mehr genug. 4-0. Ich nehme es jetzt langsam mit Humor, dass meine Mannschaft hier so untergeht. Uah, gebrauchter Tag für Werder Bremen. Ich wechsle dreifach. Akpala kommt für Kobylanski. Ich musste irgendwas ändern. So trifft es dich halt weiter. Wigniewski kommt für Busch. Ist auch doof, den jungen Mann da jetzt auch rauszunehmen. Aber Aaron Hunt kommt für De Bruyne. Kommt. Naja. Mal richtig anschnauzen und hoffen, dass sie aufwachen. Spiel noch zu gewinnen, das ist ja eine Sensation. Wettquote von 5000 oder so. Olli-Schuss beißt da. Mielitz steht genau richtig, wird angeschossen. Er ist ja natürlich der ärmste Spieler auf dem Feld. Wenn er jetzt keine gute Note hat, hätte vielleicht ein oder zwei davon halten können. Das entnehme ich daraus. Aber hat sogar die schlechteste Note von meiner Mannschaft. Jetzt nicht. Ja. Okay, ich habe ein paar ausgewechselt. Ich weiß nicht, welche Noten die hatten. Jetzt soll ich den Mielitz in die Schuhe schieben. Wenn es 4-0 steht, kann er nicht, und das Torchancenverhältnis 6-0 ist, dann kann nicht nur der Torwart schuld sein. Ja, ich habe schon dreimal gewechselt, viel mehr kann ich nicht machen. Das ist natürlich für unser eh schon schlechtes Torverhältnis weiteres Gift. Naldo köpft den Ball mal wieder zur Ecke. Das Eckenverhältnis ist wahrscheinlich auch 95-0. Hatten wir überhaupt schon eine Ecke? Wahrscheinlich nicht. Jansen, der hat auch richtig viel zu tun heute, muss ständig in die Ecken laufen, um Ecken zu schießen. Mielitz faustet hier weiter rum. Können wir denn wenigstens einen Ehrentreffer erzielen? Und das war dann eine ganz gebrauchte Woche. Heimniederlage in der Euroleague. Gelbe Karte für Horst Hollen wegen Foulspiels. So ein Name, den ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung, wo der Spieler herkommt. Eine scheinbare Neuverpflichtung von Hamburg. 6-1 verlieren wir hier. Das Spiel bekommt die Note 3, aber hauptsächlich wegen des Hamburger Engagements. Van der Vaart, der Spieler des Spiels. Ist natürlich für die abstiegsgefährdeten Hamburger hier Balsam. Wenn sie nur 6 Punkte hinter uns stehen. Andere Ergebnisse. Leverkusen verliert gegen Bayern mit 2-3. Fürth gewinnt gegen Dortmund mit 2-1. Hamburg schlägt Bremen mit 4-0. Stuttgart, Düsseldorf 2-2. Nürnberg schlägt Kaiserslautern mit 2-0. Frankfurt verliert gegen Schalke 0-1, Hertha gegen Freiburg 1-1, Hoffenheim schlägt Augsburg mit 3-2 und Wolfsburg und Aue trennen sich 1-2. In der Tabelle, die ersten 6 Plätze, da hat sich überhaupt nichts getan. Fürth und Nürnberg, die Franken machen beide Sprünge. Nürnberg springt auf 7 und Fürth auf 8. Werder stürzt auf, ja, was heißt stürzt, fällt auf 11. Dortmund auch weiterhin in der zweiten Tabellenhälfte fest am Rumsumpfen. Aue verlässt die Abstiegsränge. Lautern stürzt auf den 17. In der 11. des Tages findet man höchstwahrscheinlich keinen Bremer, dafür 4 Hamburger. Hier nochmal ein paar Transfers. Molinaro wechselt von Stuttgart nach Rom. Ja, und weitere Transfers gab es natürlich auch. Damit beende ich den Part. Gegen Hoffenheim geht es jetzt hoffentlich aufwärts. Wir sehen uns dann.